Willkommen zurück bei meiner zweiten Special-Folge von Crypt of the Natural Dancer. Wir probieren jetzt mal nochmal meinen Lieblingscharakter aus. Den habt ihr schon mal gesehen. Allerdings habe ich es mittlerweile geschafft, in Zone 4 vorzudringen mit ihm. Jetzt gucken wir mal, was wir uns mitnehmen können. Ein besseres Schwert. Was zu essen ist immer gut. Diese rhythmische Musik, die uns hier quasi immer im Startbildschirm begleitet ist, heißt übrigens Riz Mortis und ist auch von Danny Baranowski. Immer wieder gerne zu erwähnen, boah, da sitzt eine fette Spinne. Dann schauen wir doch mal. Der ist pariert. Laufen wir nach hier. Und weichen mal aus. Bei den Fledermäusen ist es immer gut, wenn man... Oh, die Spinne sieht gefährlich aus. Da laufen wir mal nicht hin. Und ausweichen. Vergießen. Okay. Schrumpft uns. Wir lassen ihn mal laufen. So geht das. Mal gucken. Zufälliges Item kaufen. Ja, klar, sehr gerne. Was hätten wir denn gerne? Fackeln sind eigentlich immer gut. Oder eine Rüstung. Oh. Ich hätte gerne dieses Item. Okay, wir brauchen 150 Gold. Auf geht's. Kommen wir auf 150 Gold, ist die Frage. Okay, erst kurz denken. Wir kommen auf 150 Gold. Das ist der Ausgang. Und was greift mich denn einmal an? Okay, das war irgendwie sau schlecht. Die Fledermaus hätte ich als erstes töten sollen. Hallo. Also einfach gleich nochmal. Schnell hingehüpft. Und weiter geht's. Ah, das wusste ich noch nicht, dass die das können. Also ich weiß, dass manche einen so zurückpusten. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Dann auf der anderen Seite. Alles einsammeln. Nee. Speer ist immer besser als alles andere. Oh, was machen die? Woher weiß ich, welcher der richtige ist? Der hier. Ah. Der ist als einziger ein bisschen anders. Also nicht ganz so durchsichtig gewesen. Hatte ich auch noch nicht. Okay. Lassen wir ihn kommen. Wenn wir klein sind, können wir, glaube ich, nicht kämpfen.
Deine Nemesis wird jetzt besiegt. Herzlichen Glückwunsch, Nemesis. Fake bist du. Schade, dass es Josh nicht gesehen hat. Er glaubt mir dann nicht. Der musste sich dann leider auch das Let's Play angucken. Jetzt holen wir uns erstmal. Und abwärts, rechts ist es jetzt. Heilen uns. Dann können wir eine zweite Waffe tragen. Fußgraben. Eins mehr, das ist doch gut. Ja, jetzt habe ich leider keine Explosion mehr, um an den Apfel zu kommen. So. Und damit hätten wir das Level geschafft. Was haben wir? Bauen aus 7 Kills, dann können wir uns wieder heilen. Da werden wir verkleinert. Dann locken wir doch mal die Gegner zu uns. Was macht das Ding? Oh, da kriegen wir wieder Glasausrüstung. Glasausrüstung ist doof. Obwohl so eine Glas... Glasausrüstung ist doch okay. Wir dürfen nur nicht getroffen werden. Okay. Wenn wir verwirrt sind, läuft alles andersrum. Das heißt, wenn ich nach rechts drücke, springe ich nach links. Dann will ich nach da. Und dann nach da. Und dann ist er tot. Ja, Gold finde ich auch gut. Da ist der Shop. Da wollen wir doch hin. Da ist unsere Glasrüstung auch gleich zersprungen. Und, wir heilen uns gleich mal. Ach. Noch mehr Herzen. Aber vielleicht helfen uns die Bomben. Vielleicht ist hier nämlich ein Apfelhöhne. Nein, das Bessere sogar. So, was will er jetzt hier? Oh. Aufwärts, links, ja, man soll richtig lesen. Oh, das. Irgendwas Gegnermäßiges, was ich schon mal nicht kenne. Jetzt irgendwie mal alle Gegner nacheinander zu besiegen. Gegen. Hier läuft mir auch nicht die Zeit ab übrigens, deswegen kann ich mir in den Leveln eigentlich immer sehr viel Zeit lassen. So, jetzt werde ich mich auch heilen. Puh. Auf der Minimap, die sehen wir, weil wir die Karte eingesammelt haben, sehen wir, da ganz unten ist der Ausgang. Wenn ich nach unten laufe, sind es mehrere kleine Räume.
Okay, ich wurde irgendwohin teleportiert. Und kann ja nicht mehr ausweichen. Geht's halt. Okay, die müssen wir zweimal treffen. Oh, da gibt's so viele von, ey. Okay, ich geh mal, lock die mal rein, wo ich mehr Platz habe zu kämpfen. Okay, jetzt muss ich erst den besiegen. Ich den besiegen, weil ich brauche die Kills. Dann haben wir noch eine Bombe. Da ist ein Grabehut drin. Möchte ich lieber einen Grabehut? Nein, ich möchte einen den Verteidigungshut behalten. Tata! Ich will eigentlich die Kiste, aber diese Scheiß kann ich die Spinne weglocken. Kann man die Spinnen irgendwie, falls es sich irgendjemand anguckt, der hier voll der Pro ist, kann man diese Scheiß Spinnen irgendwie besiegen? Zu Ende. Und ich kann mich heilen. Ich schieße mich da nochmal im Shop. Waffe macht irgendwie ziemlich viel Schaden. Hier komme ich leider nicht mehr durch. Denn der Shop ist eingegraben. Was habe ich denn noch? Ich habe aufwärts rechts den Zauberstrahl. Okay. Dann. Zack. Ja, jetzt habe ich auch endlich mal hier was geschafft, wenn ihr zugeguckt habt. Ja, dann könnt ihr euch einmal in Ruhe die Credits angucken mit mir. Ich habe jetzt Tatsache voll verplant, auf die Uhr zu gucken. Aber ich würde sagen, da das so quasi der perfekte Run in Anführungszeichen war, war er natürlich nicht, weil ich habe ja ein paar Versuche gebraucht insgesamt. Würde ich die Folge danach beenden und dann gucken wir uns nächstes Mal einfach noch was Neues an. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ich kann nicht oft genug erwähnen, dass das einfach auch ein nettes Spiel ist und vor allen Dingen für mich auch ein nettes Spiel für zwischendurch. Also ich habe nicht immer Zeit abends nach der Uni, nach der Arbeit, nach den ganzen Projekten, die ich so mache, noch sehr lange zu spielen. Und manchmal ist es einfach so, oh komm, wir machen noch eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe und dann kommt noch Crypt of the Necrodancer und ich genieße so ein bisschen Musik am Abend und habe einfach Spaß und ärgere mich zu Tode, wenn ich mich dumm anstelle. Jetzt ärgere ich mich nicht, weil es gut gelaufen ist. ich sehe gerade,
Das ist ja jetzt quasi das zweite Let's Play, was ich heute spiele. Das, neben der linken Box steht eine kleine rote Tasse mit einem Weihnachtsmann drauf und darunter liegt ein selbstgeschriebener Zettel. Und auf diesem Zettel steht "Iss mich" und wenn man in die Tasse guckt, sind da ganz viel Schokobonbons drin. Das heißt, Joshua hat mir Schokolade hingestellt, weil er wahrscheinlich geahnt hat, dass ich mich schnell an seinen Rechner setze, wenn er nicht da ist und ich mal frei habe den ganzen Tag. Vielen Dank dafür. Ja, ich würde halt gern einmal die Credits runterlaufen lassen. Einfach, ich finde, auch bei einem Kinofilm muss das sein. Also ich habe ja erzählt letzte Mal, dass ich Medienwissenschaft in Marburg studiert habe und dass da der Fokus sehr auf Filmen liegt. Und ich habe auch selber Kurzfilme gedreht schon. Und ich finde einfach, dass es hat was mit Respekt zu tun, dass man, wenn man dann mal Credits hat, sie auch ablaufen lassen sollte. Und die Leute ehrt, die da voll viel Zeit investiert haben, viel Schweiß, viel Spaß, viel Leidenschaft vor allen Dingen. Ich kenne auch ein paar Game Designer und ich weiß, wie leidenschaftlich Leute sind, wenn sie so ihre Vorstellungen umsetzen. Und deswegen finde ich, sollten wir die Credits genießen, auch wenn ich natürlich sie nicht alle vorlesen kann. Und ich hoffe, sie brauchen nicht 2 Stunden. Werden wir ja gleich sehen. Ja, was könnte ich sonst noch so erzählen? Ich habe ja auch schon anklingen lassen, dass ich andere Projekte geplant habe. Beispielsweise hätte ich Lust, so große Sachen aus den Game Studies, also Immersion zum Beispiel. Was ist Immersion? Was heißt Involvierung? The End? Ah. Ich glaube nicht. Wir werden sehen. Wie Sie sehen, passiert erstmal nichts. Ich werde jetzt mal irgendeine Taste drücken. Aha. Du hast gewonnen. 789 Münzen. Replay ansehen, nein. Zurück zur Lobby. Ja. So, herzlichen Glückwunsch. Wir haben die Zone 4 durchgespielt. Yeah! Und das nächste Mal zeige ich euch meine neue Nemesis, nämlich den einen Charakter, den ich letztens dazu bekommen habe, mit dem ich überhaupt nichts gebacken kriege. Also, bitte schaltet wieder ein, wenn ihr Spaß habt. Bitte schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder irgendwelche Games, wo ihr voll Bock drauf habt, dass wir die zocken. Und ja, bis dann. Tschüss!